Hallo und herzlich willkommen zu Light Objects. Goodbye New World. Hallo. Wir spielen heute ein Minecraft Horror, was weiß ich was, Mod oder Indie-Spiel, was vor ungefähr 7-8 Jahren einen kleinen Hype hatte und übel gut ankam bei vielen Leuten, vor allem bei den ganzen Minecraft-Let's Playern. Und ich habe mal bei GameJolt geguckt, wie weit das Spiel mittlerweile steht, und es gibt eine... Ach du Scheiße. Es gibt mittlerweile, wir spielen immer noch irgendeine eine Demo-Version von vor 7 Jahren. Es gibt mittlerweile auch eine bessere Version von vor 2 Jahren, die aber ultra verbuggt sein soll. Deswegen, ich habe es euch in der Beschreibung gesteckt und es ist euch überlassen, welche ihr wählt. Wir spielen laut meines Wissens die alte Version. Play Game or Die. Ich weiß gar nicht, wie sich das irgendwie unterscheidet im Vergleich zu alten Version. Ach du Scheiße. Okay, sieht schon gut aus. Okay, sieht nicht schlecht aus. Spielen auf meines Wissens sehr guten Einstellungen. Was ist hier? Okay, fuck. Fackeln. Nice. Ich weiß nicht, wie ich mit Sachen interagieren kann. Ich weiß nicht, wie ich was machen kann. Ich hätte vielleicht eben den Shit mal genau lesen sollen. Aber ja, das soll anscheinend sehr creepy sein und ich werde es zum Minecraft-Let's Player. Nein. Ich weiß das vor... Oh, lass mich nicht lügen. Auch 7-8 Jahren Minecraft-Horror-Map sehr in waren. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Spiel hier spiele, aber es ist mir heute mal in Gedanken gekommen, weil ich habe es natürlich damals auch geschaut, weil ich ja Horror-Fan war. Habe ich das natürlich damals auch geschaut und habe mir gedacht, okay, gibt es das Spiel noch? Und das heißt Goodbye New World. Ihr könnt euch, wie gesagt, nochmal gerne an die moderne Version wagen, aber der Entwickler hat das Projekt anscheinend aufgegeben, weil seit 2 Jahren nichts mehr Neues kam. Hier ist alles finster wie ein Bärenarsch. Kann ich irgendwie eine Fackel... Was wusste ich, ich habe kein Inventar, ich kann nichts machen. Okay. What the fuck? Okay, unser Haus ist im Arsch. Wir sind gestorben. By New World. Okay, wir sind tot. Aber ich habe noch gar nicht alles umgesehen. Ich wollte nur ins Haus. Kann nicht sein. Wir leben doch nicht mehr. Wir sind untot. Sowas von. Okay, wir kommen da nicht rein in unser Haus. Okay, ich will jetzt ja auch nicht das Spiel kaputt machen. Wir folgen mal dem Weg, weil anscheinend gibt es immer noch sehr, 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 sehr viele Bugs. Wow. Hier war mal ein Beet. Ich muss sagen, der Nebeleffekt hat was. Das sieht immer noch sehr gut aus. Die Lichteffekte. Ja, nicht schlecht. Ja. Kann ich mich umsehen? Nee. Animationen sind auch sehr smooth. Gefällt mir. Ich will jetzt nicht auf Escape drücken. Kann ich irgendwie die Fackeln ausrüsten? Wir drücken mal alle Tasten. Zack, zack, zack. Oh ja, Tatsache. Already using it. Mit F. Wahrscheinlich so F für Flashlight. Hallo? Okay, lauf, 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 lauf. Au! Ich kam noch nicht mehr raus, ey. Was für eine Scheiße. Okay, wir haben begrenzte Fackeln. Wir rennen an dem vorbei. Du kannst anscheinend sehr oft sterben hier im Spiel. Das wollen wir natürlich nicht. Frage, wie lange hält so eine Fackel?
Wie lange geht das Game? Was ein Huso, der verfolgt mich ja die ganze Zeit. Alter, und der ist nicht langsam. Okay. Oben haben wir irgendwelche Koordinaten eingeblendet. Das ist... What the hell? Das Spiel ist so groß. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das früher so groß war. Scheint, als hat er mich verloren. Oh, du Wichser! Da geht's nicht weiter. Die Frage ist, sind da noch Fackeln? Nö. Okay. Wenn wir es weit genug rennen, dann verliert er uns. Hier eine Ruine. Nö, wahrscheinlich sind das die Fackeln fürs komplette Game gewesen. Nee, darauf falle ich nicht nochmal rein. Lauf. Schnee. Wir können natürlich auch da in diese komische Mine gehen, aber ich will dem Schnee folgen. Und Wasser sieht auch ganz okay aus. Okay, so weit verfolgt er mich doch nicht, oder? Okay, already used the torch. So welche Fackeln kann ich ja nicht wieder mitnehmen, ne? Oder? What the fuck ist das? Das sieht aus wie ein Höhlengang oder ein ganz besonderer Block. Ja, es ist diese Minecraft-Optik gibt den Ganzen auf jeden Fall was. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ganz Standard und lame, aber es hat was. Was? Pickaxe. Was? Fick. Schöner Effekt. Oder spielen wir hier gerade die modernste Version? Vielleicht hat sich das automatisch geupdatet und der hat es einfach unter dem alten Link reingestellt. Ich weiß es nicht. Oh. Toll. Hier ist nicht mal eine Fackel, nicht mal ein Item. Kommen wir nicht rein? Ich habe mich eben ernsthaft vom Brunnen erschreckt. Digga. Ja. Das ist... ist einfach nur ein Picture. Naja, auch nicht schlecht. Ich muss ja sagen, wo wir gerade beim Thema Minecraft sind, kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich baue ja auch freizeitlich. Habe ich das mal gemacht für Freunde früher, so Challenge-Maps, so Minecraft-Challenge-Maps auf dem Handy. Ich kann nur auf dem Handy Minecraft zocken, weil ich nur da gut drin bin. Und ich habe riesige Welten gebaut. Ich habe mittlerweile, ja, bestimmt um die 30 Welten gebaut. Wir wurden gefangen genommen, auch bitte nicht. To be continued. Willst du mich verarschen? Da gibt es doch noch so viel mehr im Spiel, dass wir uns ansehen können. Okay. Wir gehen noch mal rein. To be continued. Wir spielen auf jeden Fall eine andere Version vom Spiel. Ich erinnere mich, dass es eine gab, die wesentlich anders war. Da warst du dann auch noch in der Mine und so. Pickaxe? Nein. Mal direkt hier lang. Wir müssen uns ja nicht töten lassen. Schaffen wir es, uns nicht erwischen zu lassen? Und ja, da habe ich mittlerweile sehr viele Maps gebaut. So ein Haufen Challenge-Dinger, weil ich das einfach cool finde. Das ist meistens so ein bisschen Zelda-like, ganz viele Dungeons und riesige Welten, riesige Gebilde. Und ich bin gerade in einer Welt, die ist fucking groß. Weil ich das halt, ich mache das halt in meiner Freizeit mäßig. Wenn du halt, keine Ahnung, mal nichts zu tun hast oder so, da an der Haltestelle sitzt, auf der Bahn wartest, da
lohnt sich das schon immer. So, hier oben war noch eine Fackel. Okay, wir durchskippen das mal, ohne uns töten zu lassen. Da ist das Ende. Wir haben ja den Teil hier der Stadt noch gar nicht erkundet. Aber der Minecraft-Hype hat auch nachgelassen, ne? Okay, da können wir nicht runter. Ich meine, was machen eigentlich die ganzen Minecraft-LPR heutzutage, die ich auch früher geguckt habe? Paluten, GLP, was weiß ich was. Unge, den ich heute unsympathisch als fuck finde. Was machen die eigentlich alle noch? Okay, kommen wir nicht, aber in der Kirche, da wird es ja bestimmt auch gleich ein Ende geben, ja? Okay. Ja, man merkt, das Spiel ist sehr, sehr, sehr roh gemacht. Aber ich verstehe, was der Macher versuchen wollte. Hier irgendwie ein geheimer Gang, irgendwas. Hätte mir wirklich gewünscht, wir hätten noch die Version von damals. Aber hey, wir sind bisher noch nicht abgekratzt. So, eine Platte. Können wir hier raus? Bitte. Nee. Das hat ja einfach ein scheiß Dorf im Nichts. Okay, bitte, bitte, bitte. Sag, dass wir ein anderes Ende kriegen. Nee. Okay. Ja, schöner kleiner Teaser. I don't know, aber... Man könnte jetzt wahrscheinlich noch rausfinden, ob... ich sehe mich mal um. Ob wir eine andere Version von dem Game noch finden, ob ich die ganz alte noch finde. Ansonsten, wenn ihr gleich nichts mehr weiterseht, war es das mit dem Video. Das war interessant. Ich schätze mal, der Macher wird nichts mehr weiter dazu machen, aber ich sehe mir mal an, ob es noch eine andere Version gibt. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt mal eine andere Version runtergeladen. Die aktuelle, die gecrashte. Oder die, wo viel crashen soll. Wir locken mal den Zombie hier noch weg. Schön mal hier hinter. Weil dieser Weg da hat sich gerade aufgetan oder ist offen. Kannst du nicht ins Wasser? Und da können wir jetzt anscheinend... Diese Demo heißt auch die Katakomben. Na komm, du kleiner Fucker. Ach nee, der ist da gelockt, okay. Verpissen wir uns. Weiter. Okay, hier. Was? Er war mal ein Abenteurer wie wir. Okay, was gibt es hier noch? Okay, wir haben den scheiß Zombie jetzt hier weggelockt. Ah. Wir haben uns hier nie wirklich umgesehen. Was gibt es hier noch für Neuerungen? Das ist ja anscheinend jetzt die ganz, ganz, ganz neue Version. Aber die alte war irgendwie nicht mehr zu finden. Die irgendwie eine halbe Stunde ging, wo man dann in der Mine ist. Außer bei sehr, 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 sehr seriösen Download-Seiten, wo ich mir natürlich nichts runtergeladen habe, weil ich nicht behindert bin. Aber irgendwo soll es hier noch eine Katakomben-Ebene geben. Bisher ist das ja wirklich eher ein Exploration-Spiel als ein Horrorspiel, aber es macht trotzdem Fun, sagen wir es mal so. Das ist... Okay, aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass der Entwickler da irgendwie in nächster Zeit noch was macht. Oh.
Oh, okay, was ist hier? Natürlich, das kann ich nicht nehmen, ist klar. Nee, also eine Waffe zur Verteidigung ist absolut nicht möglich. Ist oben noch was? Nee. Ja, die Texturen und das ganze Aussehen von der Scheiße, das ist ja alles nicht schlecht, aber. Es ist halt unfertig, ne? Also großartig unterscheiden tut sich das von der anderen Version jetzt auch nicht. Oh, ich bin doch bescheuert. Wie habe ich das beim letzten Mal nicht gesehen? Okay, können wir es drücken? Können wir. Hallo? Psst, nee, mach einfach nicht. Okay. Ich habe mich jetzt übrigens am Anfang nicht umbringen lassen. Okay. Das ist wahrscheinlich unter der Kirche. Ich habe gelesen in einigen Kommentaren, dass du auch hier sterben kannst, was unschön wäre. Wir haben keinen Sound mehr. Das ist auch nicht schlecht. Ah ja, okay. Oh, wir sliden. Das ist diese komische Stimme, die mit uns redet, die ganze Zeit. Hallo? Alter, was geht? Müssen wir irgendwie sagen, wer du bist, was du hier machst? Oh. Yeah, fuck you. Yeah, scheiße. Okay, ich bin ihm jetzt mal nicht gefolgt. Sind wir tot? Okay. Wir machen da weiter, wir machen da weiter. Wir finden raus, was dieses verbuggte Spiel zu bieten hat. Ach so, jetzt kann ich mich wieder umsehen? Ja, danke. Ja, das ist. Die andere Version war wesentlich smoother. Also die Version, die unter vor 7 Jahren eingespeichert ist. Ist neuer als die, die wir jetzt hier spielen. Ja, verpiss dich. Du gehst nur auf den Sack. Wenn wir ein Kampfsystem hätten, wäre es so viel besser. Aber ja, ich werde mich eventuell irgendwann mal, wenn ich mal Minecraft auf dem PC haben sollte, auch mal an Minecraft-Horror-Map setzen, obwohl ich mit diesem ganzen Modding-Scheiß eigentlich nicht viel zu tun haben will, aber mal sehen. Mal schauen. I don't know. Jetzt kommt wieder Hero Brian und stößt uns da rein. Hallo? Okay. Okay. Ladespiel. Kann ich mich umsehen? Danke.
So, hier hinten war noch einer. Noch eine Fackel irgendwo. Ja. Okay. Ja, ich find's ja nicht schlecht. Ich find's ja nicht schlecht. Es ist schon, es hat was. Wir laufen dem Typ diesmal hinterher. Wo du auch nicht mehr menschlich wirkst, ne? Okay, der war eben weg. Das hat mir sehr viel Angst gemacht. Hi. Es lädt aber gerade zu ein, auch nur dich hier unten umzusehen, ne? Soll ich mich hier hinlegen? Nee, das ist einfach sein Zuhause. Der lebt hier unter dem Dorf. Was? You can't kill a god. The end is near. Help, for fuck's sake, someone help. Escape my prison. Du hast ein sehr schönes Leben hier unten, ne? Oh, der hat safe jemanden umgelegt. Der Typ ist kein Freund von uns. Beim besten Willen bestimmt nicht. Okay, da scheint es wieder rauszugehen. Ist das hier der Ursprung des Übels? Ich weiß nicht, Dinger. So, rauskommen wir auf keinen Fall. Wieder irgendein Knopf, den wir drücken müssen? Nee. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich wieder alles im Spiel gefunden, erforscht. Ja. Das war Goodbye New World. Interessant. Wir könnt ja gerne versuchen, noch mehr über die alte Version des Spiels rauszufinden oder euch alte Videos dazu anzusehen. Das ist das Neueste, was ihr von dem Spiel kriegen könnt. Und das ist heute vielleicht nicht so viel Horror gewesen, aber eventuell findet ihr noch was im Game. Das war es erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.